Der designierte Meister SV Austria Salzburg traf auswärts in der vorletzten Runde der ersten Klasse Nord auf den SK Liefering. Trotz der bereits entschiedenen Meisterschaft begleiteten wieder einige hundert Austria-Fans ihre Mannschaft nach Liefering. Bei hochsommerlichen Temperaturen glich das Spiel von Beginn an mehr einem Strandkickerl als einem Meisterschaftsspiel. Aber auch mit angezogener Handbremse hatte der Meister die Lieferinger voll im Griff und gewann nach dem Pausenstand von 1:2 schlussendlich mit 1:5. Die Torschützen. Das Tor für die Lieferinger erzielt König. Für die Austria erzielen Oliver Trappel und Michi Geier je ein Tor. Und Mario Lenz legt mit 3 Toren den Torjägern der Meisterschaft nochmal einiges vor. Ja, sagen wir endlich, sage jetzt einmal die 26. Runde dann, dass wir es abhaken können, die erste Klasse Nord. Es ist natürlich schon klar, wenn so viele Punkte Vorsprung sind, dass sich ja die Mannschaft ja auch wirklich verdient hat und diese letzten Spiele eigentlich nur mehr die Pflicht dazu sind, um einfach die nächste Stufe zu gehen in die nächste Liga, ist jedes von diesen Spielen sehr, sehr schwierig. Aber nächste Woche gegen Elixhausen, da wird die Mannschaft sicherlich nochmal Vollgas geben mit dem Highlight, dass wir sicherlich, ich sage mal, knappe 2000 oder mehr Zuschauer noch haben. Und vor allem das letzte Heimspiel in dieser Saison und da möchte sich keiner irgendwo noch irgendwelche Kraftreserven aufhalten und dann geht es in den wohlverdienten Urlaub. Cool. Ich habe schon gehört, die einen oder anderen fahren dann nach Mallorca, ist das richtig? Das ist richtig, das haben sie letztes Jahr schon praktiziert und 3-4 Tage später am Mittwoch meines Wissens chattet dann die Mannschaft nach Mallorca und alles andere ist dann unter dem Mantel der Verschwiegenheit zu sehen und zu hören, glaube ich. Das Zelt wird so für 1000 Personen aufgestellt werden, gleich hinter unserer Tribüne. Und es wird sicherlich eine geniale Sache und Fans werden wahrscheinlich nicht nur aus Deutschland kommen, sondern so wie es letztes Jahr auch war, ob das aus England, Schweiz, Italien und sonst noch irgendwo aus der Welt her kommen. Und es wird sicherlich nochmal ein Highlight sein. Alle Spieler freuen sich natürlich auf einen Einsatz, aber es wird auch da wahrscheinlich der ein oder andere Spieler auch von uns verabschiedet werden mit seinem letzten Spiel, das er sich auch verdient hat. Und alle anderen Spieler bleiben noch bei uns und da soll es einfach nur mal würdig drüber gehen und die Stimmung, auf die freut sich jetzt jeder schon und dann auch im Zelt, wann wir es wirklich geschafft haben und uns dann, sagen wir mal, auf andere Sachen auch konzentrieren können, nicht unbedingt mehr auf das Grüne jetzt.